Herzlich willkommen zu einem neuen Por-Video. Wir lieben Por. Dies ist das zweite Video mit Verben, die die Präposition Por haben können. Der Link zum ersten Video hier oben. Aber bevor wir anfangen, liegt mir eine Sache am Herzen. Gracias. Gracias ist zwar kein Verb, passt aber dennoch zum Thema, da ich es zu oft von zu vielen Schülern falsch höre. Es ist gracias por. Danke für die Einladung. Gracias por la invitación. Danke für das Geschenk. Gracias por el regalo. Warum eigentlich? Okay, wir nehmen por, wenn es der Grund ist. Guck mal, du hast mir ein Geschenk gegeben. Jetzt bedanke ich mich. Erst war das Geschenk da. Es ist der Grund meiner Dankbarkeit. Erst das Geschenk, dann mein Dank. Gracias por el regalo. Danke wegen des Geschenkes. So kannst du dir das merken. Danke für den Tipp. Gracias por el dato. So, und jetzt, danke, dass du mir hilfst. Gracias por, aufgepasst. Jetzt kommt etwas anderes. Jetzt kommt der Infinitiv. Dass du mir hilfst, ist nicht so auf Spanisch. Auf Spanisch brauchen wir den Infinitiv, die Grundform des Verbs. Nochmal, gracias por, die Grundform von du hilfst, helfen, auf Spanisch ayudar. Gracias por ayudar. Jetzt fehlt mir nur noch das mir, dass du mir hilfst. Das me kommt hinten an den Infinitiv dran, ayudarme. Gracias por ayudarme. Und das ist immer so. Egal mit wem oder über wen du redest, wir brauchen immer den Infinitiv. Immer. Nach gracias por kommt die Grundform des Verbes. Und wenn dir diese Art von Spanischlernen Spaß macht, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Weiter geht's. So, danke für die Einladung und das Geschenk. Gracias por la invitación y el regalo. Danke, dass du kommst. Gracias por venir. Reiner Infinitiv. Danke, dass du mit mir kommst. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme. Danke, dass du mit ihm gehst. Gracias por acompañar lo oder le, je nach Gegend. Danke, dass du mit meinem Mann mitgehst. Gracias por acompañar lo oder le a mi marido. Rein technisch ist lo korrekter, viele Gegenden bevorzugen aber le. Die Vergangenheit ist auch sehr interessant. Danke, dass du mir geholfen hast. Und dann ist alles wieder im Infinitiv, auch die Vergangenheit. Aber sowas machen wir auf meinem anderen YouTube-Kanal für Fortgeschrittene. Link hier oben.